Ich höre genug, ich höre. Aber warum soll ihm das nicht jucken? So, warum soll ihm das nicht jucken? Soll ihm dasselbe erstmal passieren, damit er etwas gegen euch hat? Was soll das? Es ist so dumm, Alter. Es ist so eine dumme Logik, Alter. Guck mal, schaut mal. Guck mal, Tesla-Hand. Ist dir nicht aufgefallen, wenn sie weiter wissen? Und da sagt man, das hat in Europa nichts verloren und die Muslims sagen, Korea, wenn du kein Mord magst, wenn du keinen Krieg magst, wenn du keinen Terror magst, wenn du keine Armut magst, wenn du keine mittelalter Gesetze magst, dann hast du in Europa nichts verloren, weil wir Islam breiten uns jetzt hier aus. Was ist das für eine ekelhafte Taktik, die ihr anwendet? Ja, ja, aber der krasse Double Time. Ich weiß, ich habe noch nie einen Moslem gesehen, der Christentum so beschmutzt, wie du gerade Islam beschmutzt, nur dass du es warst. Also du kannst auf jeden Fall sehr stolz auf dich sein. Das sind eure Aktionen, jeden Tag. Was du redest? Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin zu Hause. Ich muss nur einmal durch Twitter scrollen. Ja, ich kann auch und sehe jeden Tag neue Sachen, was ihr da sagt. Oder ich bin zu Hause, ich spiele PC, Leute sagen, ich bin anstrengend. Jeden Tag kommen sie. Ihr greift offen Juden drauf, jüdische Frauen, vergewaltigt sie. Ich spiele nicht zu Hause, lasst sie mich liegen, ermordet sie, stecht ihr Bauch auf, schlitzt ihr Bauch auf. Genau so. Minderwertige Mädchen vergewaltigen. Könnte ja zum Beispiel sehr ihr gut. Ihr seid auch die Ärgsten, die Nazi-Fahnen halten sie auch bei Pro-Palästina-Demos. Also ihr seid die größten Nazis. Was? Das stimmt. So siehst du aus wie Kim Jong-un. Guck, siehst du? Wie kann man eigentlich als Kurde Muslim sein? Ich dachte, mit der Wahrheit als Christen. Kurden können Aleviten sein und Aleviten sind nicht Muslim. Das ist traurig, Alter. Als Kurde Muslim sein. Dabei gibt es Kurdistan genau deswegen nicht. Ja, wie kann man als deutscher Christ sein? Das ist das Reiche. Bist du behindert? Hä, ich bin Jude. The fuck? Oder wie kann man dann als deutscher Jude sein? Ey, aber guck mal, du beweist doch, indem du so hasserfüllt bist, dass Juden eigentlich Muslime hassen. Alter, nein, ich kann einfach nur Zusammenhänge sehen. Niemals schiebt ihr den Hass, das hasserfüllt sein auf uns. Ja, ihr seid richtig. Schau mal. Immer eure Opferrolle, ne? Aber dann wieder irgendwelche Leute angreifen oder eine kleine Mädchen vergewaltigen. Seitdem ich reingekommen bin. Schaut mal, 16 oder 18 arabische Länder, 16 arabische Länder gegen ein kleines Israel, Oder was redest du? Saudi-Arabien ist ja eins der mächtigsten Länder, ne? 16 und 18 arabische Länder gegen ein Israel. Schämt ihr euch nicht? Welche arabische Länder unterstützen Palästina? Nee, die schämen sich nicht, die sehen sich im Recht. Schämt ihr euch nicht, dass ihr sogar in der PISA-Studie zieht sich ganz Europa runter. Euch nicht? Guck mal, nicht alle Araber sind Muslime. Ihr müsst euch auch die Präsidenten anschauen von Dubai und Saudi-Arabien. Das sind Muslime, falls ihr das nicht bemerkt habt. Also. Aber zählt mir doch mal die arabischen Länder auf, die arabische Länder nicht. Ich begrüße. Schaut mal, schämt ihr euch nicht, dass ihr in Palästina Babyleichen, die leben, oder Menschen, die leben, in einen Leichensack steckt und hinter der Kamera ausmacht? Wenn die größte Schauspielaktion machen. Das machen aber Juden und keine Christen. Ja, wahrscheinlich. Nein, tun wir nicht. Ja, macht ihr das Problem? Ja, aber weißt du, was das Traurige ist? Ihr dürft den Krieg die Zionisten bringen doch auch Christen um. Ist das nicht Tatikir? Ihr redet gerne über Juden. Das ist meine Frage nicht beantwortet. Woher kommst du ursprünglich? Etwa, danke schön. Guck mal, ihr habt so... Bei Novi Sad, woher kommst du ursprünglich? Das ist egal, wo ich herkomme. Serbien, Novi Sad ist in Serbien. So. Serbien? So. Oder kein Wunder, sowas kommt ja auch nur von einem Serben. Das ist warum tust du das? Aber warum bist du so rassistisch? Wer bist du, Bruder? Wer bist du dann? Wer bist du, dass du jetzt irgendwas über Serben sagst? Sag, wer seid ihr alle? Ich will gerne wissen, Junge. Wer seid ihr? Du kommst mit dem Leib und sagst, wer bin ich? Und was weiß ich, sag mal, dein Kopf, schau dich mal an. Schau dich mal an. Also gegen die Serben haben wir jetzt eigentlich nur der Moslem was gesagt. Das ist das Einzige. Ich habe den Moslem mit aufgespitzten Lippen wahrscheinlich tätowiert und sagt, Alhamdulillah. Ich steht ihm wirklich schämen. Ich täte mich wirklich schämen, als Muslime den Tod vorzutäuschen und Israel alles in die Schuhe zu schieben. Okay, wer täuscht tot vor?
Welche Nation? Alles gut, ihr Muslime, täuscht den Post, ihr seid, ihr Muslime. Nur wie's, Digga, nur wie's hat, du laberst so viel Scheiße. Mohammed hat eine 6-Jährige geheiratet. Muslime täuschen den Post, als wären wir Schauspieler. Ich bin kein Schauspieler. Ihr täuscht doch immer noch. Er 6-Jährige. Erstens war sie 9, zweitens, dass ihr vergleicht. Wow, 9. Okay, sorry, sie war 9 und nicht 6. Ihr vergleicht die Gesellschaft von 1400 Jahren mit dieser, also seid ihr behindert? Trotzdem war ja, man hat erst vor 50 Jahren oder so, hat man in Amerika auch mit 10 Jahren so geheiratet. Ja, bravo, bravo, das heißt, ihr verteidigt das, oh mein Gott. Ich verteidige das doch nicht, aber, oder die Zeit war immer zu anders als jetzt. Absolut traurig. Jetzt kennt ihr wieder Amerika. Das noch zu der Zeit von Propheten. 9-Jährige. Test an. Zu der Zeit von Propheten sind die Menschen mit ca. 25, 30 Jahren gestorben. Zu der Zeit. Wann sollen sie sonst heiraten? Wenn eine Frau fähig war, Kinder zu machen, war sie auch fähig zu heiraten. Ja, so war das. Wow. Oh, hat er mit 9 schon reingestiegen. Deswegen mögen eure Porsches immer noch 11-Jährige zu heiraten als 2. Egal, ihr werdet alle vor Gott stehen mit diesem Aussagen, gell? Es meine Mutter. Egal an welchem Gott ihr glaubt, ihr werdet alle mit 20 vor Gott stehen. Mein Vater war 20. Mein Vater mit 26. Ja, okay. Eine Frage. Wir werden vor Gott stehen mit dieser Aussage. Der Herr Jesus Christus wird den Islam auslöschen. Was machen wir jetzt? Wie? Aber noch ist der Heilige Geist. Was redest du? Der Herr Jesus Christus. Der Heilige Geist ist Gott, nicht Jesus. Der Islam ist groß geworden mit Propaganda und mit Steuerzahlung und Christentums. Oh mein Gott. Was redest du? Guck mal, wie du aussiehst. Der Islam ist einfach nur eine große Sekte. Das war's. Ja, die größte Sekte der Welt. Was sagst du? Die Osmanen haben den Islam groß gemacht. So redet dieser Rentner jetzt. Welche Religion ihr habt, aber ihr zeigt es immer wieder, dass man einfach nicht neben euch friedlich leben kann. Ja, aber guck mal, was immer du da wieder Attentate. Wir seid Moslems. Wir haben Moslems. Islam hat mich nie gestört. Ich bin nicht so wie Pater. Aber Tesla haben. Aber du bist doch Hass erfüllt, mein Bruder. Die sollen hier eins. Du hast den mit Gott. Ich küsse deine Wangen. Du sollten mir eins. Warte mal, wenn ich dich sehe, ich pack dich an deine Wangen, ich zieh deine Wangen raus, ich geb dir ein. Guck mal, wie süß. Da merkt man, ja, neben euch kann man nicht friedlich leben. Ja, aber ich weiß nicht, warum wir nun eigentlich normal miteinander reden können. Warte, wer hat das nochmal gesagt, dass die Palästinas das vortäuschen, den Tod? Wer war das? Wer hat das gesagt? Wenn ich aufhören sollte zu reden, dann willst du mich nicht im Live drin haben. Also sag mal, du ruhig. Verlass Deutschland, wenn du uns Muslime nicht willst. Wer hat das gesagt, dass Palästina das vortäuschen? Die Muslime sollen eher Deutschland verlassen, danke. Also ich als Jude möchte die nicht haben. Ey Bruder, du weißt aber schon, dass die Hilfsarbeiter damals, die Leute, die von Türkei nach Deutschland gegangen sind, Deutschland aufgebaut haben. Jetzt kommen sie wieder mit dieser Lüge, Alter, Wahnsinn. Oder wer hat Deutschland sonst aufgebaut? Wer hat die ganze Häuser gebaut? Das war die Deutschen selber. Deutschland war schon aufgebaut. Alter, ohne Witz, ihr seid solche Geschichtsegastheniker, Alter. Die Türken kamen 1961 nach Deutschland. Was ist da schon lange passiert? Richtig, der Wiederaufbau. Das war schon 1950 gewesen. Wer ist Ferdinand oder Stefan? Was für eine Scheiße, Alter. Ihr seid absolute Geschichtslegastheniker, das ist nicht zu fassen, Mann. Guck mal, real. Sie wissen nicht mal, was Legastheniker ist. Ich mag aber das. Ja, wahrscheinlich nicht, ey. Die können mit dem Wort nichts anfangen. Ich mag Deutschland. Schau mal, eine Frage. Olaf Scholz ist auch Muslim. Habt ihr den Stern, habt ihr den Halbmond in eurer Flagge? Wo? Nein. Ihr Muslime, habt ihr den Halbmond in eurer Flagge, ja oder nein? Wir müssen nicht den Halbmond in unsere Flagge. Nein, haben wir nicht. Okay, dann die arabische Schrift. Schauen wir mal. Ja. Was seht ihr da? Was sehen wir in arabischer Schrift? Okay. Deine Frage, Bro? Eine Schlange. Wie bist du? Guck mal, schau mal. Der was, Jesus, eine Schlange? Eine Schlange. Ja, gut, Spülmaschine, du bist auch eine. Ich weiß nicht. Wenn sie nicht zu sagen haben, Spülmaschine, ne? Seid ihr blind? Du bist sicher Comedian, Bro. Sind sie. Also, Sektenanhänger sind eigentlich immer. Digga, warte. Ey, bitte, du bist der Jude, der sagt Sekten. Mach mal jetzt. Schau mal, bitte. Schreib mal in Computer, schreib mal jetzt arabische Schrift und zeig mal allen Leuten, was sie da sehen.
Was soll man da sagen? Warte kurz, worauf willst du hinaus? Ja, Bruder, die sehen, die sagen wahrscheinlich, wir sind Terror, weil die minus 100 IQ haben. Guck mal, schau mal das mal an. Ja gut, ihr habt wirklich minus 100 IQ, aber ja. Die meisten eurer Länder sind im unteren Drittel von der. Schau mal, was redest du in der Muslime? Schau mal, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Statt dass die Leute nach anderen arabischen Ländern flüchten oder ziehen, jetzt zieht nach Österreich, ja, Deutschland und so. Die reichen muslimischen Länder nehmen ja keine Flüchtlinge auf. Bro, sehr, aber ich hab dich vorhin noch verteidigt, Mann. Ich nimm's zurück. Ich bin aber nicht nach Wien geflüchtet. Ich bin hier geboren. Schau mal, ich auch bei den Eltern vielleicht. Das Land, ich sag, guck mal, ihr dann, denkt ehrlich, dass ich nach Wien geschwommen bin oder so, aber ich bin hier geboren. Aber du hast die Migrationsorte rübergekommen. Das, wo diese Spülmaschine lacht, bei den randomsten Sachen lacht sie halt. Aber wissen, du Test machen einfach. Ja, Fall, aber die selber kein Hirn hat. Dann sagst du, ja, da merkt man. Ja, da merkt man. Test machen. Du hast die Schnauze. Was haben die geleistet? Ich meine, da gibt es sogar ein Meme dazu. Warte, vielleicht finde ich das auf die Schnelle. Schau mal, Will, hast du jetzt die arabische Schrift? Oder was hast du mit der arabischen Schrift? Was labert der, Bro? Was labert der für Scheiße? Ja, weil euer Zeichen ist da eine Schlange drauf. Ey, aber warte, es gibt doch Bibel in arabischer Schrift. Ja. Und was heißt Allah, der Listenschrift? Es gibt Bibel auf jeder Schrift. Ist eine Schlange listig? Ja, aber was hast du gegen die arabische Schrift? Ist eine Schlange. Han, meinst du das Meme, was ich dir geschickt hatte mal? Ja. Ja, das müsstest du ziemlich schnell auf Discord finden. Bruder, ich habe aber noch nie so viel Mats auf einem Fleck gesehen, Walla. Schau mal. Walla, Gesundheit, Walla. Walla. Sie beten. Ihr betet eigentlich die Finsternis an. Ihr, hey, Tesla, lass Fortnite spielen, komm. Scheiß auf TikTok live. Ich bin bald Unreal. Was für Fortnite? Wie alt bist du? 12? Ich bin 20. Wieso darf man mit 20 nicht zocken, oder was? Ey, man darf mit 20 nicht mehr zocken, Leute, passt auf. Er sagt jetzt auch, wir sind Terroristen, weil wir mit 20 zocken. Okay, geht zurück zum Thema. Mach mal Abstimmung, Christentum oder Islam. Wieso, hä? Nein, mach ich nicht. Was ist das? Was soll das bringen? Wer die richtige Religion ist. Ich sehe keinen Christen, der geht auf die Straße und sagt, Jesus ist groß oder Jesus ist Gott. Und natürlich, weißt du, wie oft ich angesprochen werde? Hallo? Und tut niemand nach. Das macht ihr nur. Ich habe eine Frage an dich. Ihr tut Allah was sein und Menschen. Hörst du mich? An wen? An dich. Wieso, sei mal ehrlich. Wann warst du zuletzt draußen? Aber jetzt ehrlich, ne? Heute? Lüg nicht. Bruder, sag doch. Guck mal, wir reden doch ehrlich. Sag, wann warst du zuletzt draußen? Musste wissen, drum, oder? Der arme Mann, der arme in den Kommentaren, weil wir Angst haben, dass die Muslime uns sagen, dann morgen auch wieder rausgehen. Oh shit. Was? Schau mal, Musti, wirst du ihn drohen? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich. Ja, das ist normal bei diesen Aggressiven, die können nichts anderes. Aber ich bin heute raus, ich bin gestern raus, ich gehe jeden Tag mal hier raus, aber immer ohne Brille. Rot hier? Kommst du auf Wien, Tesla? Ja, schau mal, wie die Dämonen ausgehen. Ja, bitte, probier, was du probieren willst, lieber Internet-Rambo. Wer meint der? Ich weiß gar nicht, mit wem der gerade meint. Hast du mit Golden Boy schon gekämpft? Walla, Tesla, du bist ein Rambo, ich schwöre, Walla, ich schlag. Walla, wenn er meine Meinung nicht vertritt, ich schlag. Schaut euch am besten, man respektiert einfach jede Religion. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Man respektiert doch jede Religion. Aber man sollte nicht Leute extra probieren. Ihr seid die nicht respektieren. Was? Ihr respektiert das Christentum nicht, ihr respektiert das Judentum nicht, ihr respektiert alle anderen Religionen nicht. Aber euch sollen wir respektieren. Wer sagt das, Stefan? Woher willst du das wissen? Wer sagt das, Stefan? Du willst das wissen, Alter? Ganze Anschläge, ganze Vergewaltigung und so weiter und so fort. What the fuck, Alter? Anschläge, Vergewaltigung, Messerstechnerei, Erdmorde, ganze Gebiete. Sei mal ganz kurz ruhig. Werden zu Kriegsgebieten heruntergekommene Kriegsgebieten, Ghettos, ja. Ja, egal was ihr, wo ihr seid, egal was ihr anfasst, es geht einfach den Bach. Sei mal kurz ruhig, ja. Kurz. Ihr seid,
absolut keinen Mehrwert für die Gesellschaft. Einmal reden, einmal keinen Mehrwert für. Wenn du den, guck mal, wenn Alter, du den. Gott, man kann eigentlich ja mal. Warum haben alle Albaner kommentiert? In der Praxis, dass egal wo ihr seid, gibt es nur Krieg, Leid und Terror. Warum haben Albaner kommentiert? Ihr seid, gibt es nur Krieg, Leid und Terror. Man sieht das an jeder europäischen Großstadt. Ach so, wirklich? Was passiert mit Syrien und was passiert mit Afghanistan? Warum haben Albaner kommentiert? Was passiert gerade in Syrien, was passiert in Palästina, London, Paris, Malmö, Schweden, Berlin, egal wo, Leid, Terror und Krieg und Gewalt und Vergewaltigungen. Wieso ist das so bei uns? Hast du noch nie gehört, dass ein Christe jemanden vergewaltigt hat? Eine Christe. Warte, da hast du deine Antwort. So, meine Frage jetzt an Novisat. Du meinst, wir vergewaltigen. Jetzt keiner soll reinreden. Du meintest, wir vergewaltigen und wir bringen um und sowas, ne? Habe ich das gesagt? Hast du gerade eben, entweder du oder einer gerade eben meinte das. Ja, wir meinen das. Ja, okay, rede weiter. Komm zum Punkt. Ja, sag ja, doch, wann haben wir das gesagt? Warte, zeig mir jetzt ein, wer es im Koran steht, vergewaltigt alle, tötet die. Ich habe aber gesehen, dass irgendwo steht, dass man jemanden die Hand abhacken soll. Und was dann die Beschreibung der Frau im Koran, dass die Frau nur ein Saatfeld sei und dass man sie jederzeit bestellen soll. Okay, ach so, zeig mir das mal. Ja, das kann man natürlich auch interpretieren, wie man will. Bitte nicht rein. Lass mal nicht rein, weil man hört dann nichts. Das bringt dann nichts. Jetzt zeig mir einmal den Vers, wo das drin steht, bitte. Oh Gott, Alter. Warum kennst du den Koran selber? Soll ich das Spiel mal hier rausholen? Ich mach kurz Abstimmung. Ich könnte auch sagen, in der Bibel steht das und das, einfach erfunden und dann. Rot, ja, blau, nein. Soll ich die Spielmaschine raushauen? Rot, ja, blau, nein. Ja, bitte. Die Sonne braucht keiner. Schau mal, deine albanische Flagge. Die hat sowieso Fehlfunktion, so wie es aussieht. Deine albanische Flagge, schau mal. Ich hab die schon abgelaufen. Christliche zeigen, meine albanische Flagge. Deine albanische Flagge ist christlich. Ich, aber wieso denn? Also warum? Okay, spiel mal schon. Also, ich habe eine Frage. Warum nimmst du die albanische Flagge? Oh, endlich, Alter. Warum nimmst du die albanische Flagge dann? Warum haben alle Albaner angeschaut? Du hast sie doch gar nicht verdient. Warum nimmst du die an? Warum nimmst du die albanische Flagge an? Hallo. Ja, hallöchen, meine Damen und Herren. Es reden viele Leute, wir wollen einander reden. Bist du Moslem? Mir geht's dir besser. Alhamdulillah. Mir geht's gut. Shalom alaikum. Gesundheit. Gut, das ist eine harte Maschine, ja? Wo redet Deutsch? Ey, Srbian, wie redest du? Wie redest du, ja? Srbian, oh? Normal, was sonst? Sorry. Okay, von dem kommt nichts Gescheites. Ich habe auch nichts, egal. Also ich habe auch nichts verstanden. Tesla Kung Fu Panda. Wer trommelt da ganze Zeit herum? Ich habe dich was gefragt, Aldi. Ja, frag mich doch mal. Ich habe nicht gehört. Sorry. Ich habe dir gesagt, dass deine Flagge christlich ist, ja? Ja. Also, nimmst du an, was die damals das Genderback gemacht hat mit dem Osman? Ist das schön? Hä? Was? Nimmst du an? Jetzt, warte, sag mir, wenn du das jetzt falsch erklärst, warte, inwiefern ist jetzt eine albanische christliche Flagge? Albanien ist schon immer christliche Flagge gewesen. Warte, ist es auch, aber bestimmt, du weißt nicht den Grund, wieso es eine ist. Diese Flagge, diese 25 Federn, die symbolisieren, gegen die Osmanen gekämpft haben, gegen den Islam, gegen das Böse. Reingeschissen. Das ist nur eine christliche Flagge, weil ein Christ das erfunden hat. Du nimmst eine christliche Flagge an. Nehme ich nicht. Warum haben alle Albaner kommentiert? Okay, dann mach deine albanische Flagge jetzt weg. Mach ich. Warte, aber nur lass mich kurz, wie heißt das? Da bist du kein Albaner. Bin ich mit Stolz. Lieber wäre ich ein Serb oder ein Moslem anstatt ein Albaner. Schau mal, du hast gesagt, ich mach die Flagge jetzt weg. Dann bist du kein Albaner mehr. Hey, Jungs, entscheidest du das?
ganze Zeit, die labern. Du nimmst die Flagge dann weg, dann bist du kein Albaner. Ja, dann Pech, lieber bin ich Moslem als der Albaner. Alarm, Bruder, seht ihr Albaner, seht ihr das? Ja, ist mir scheiße, soll mich so, jeder Albaner, ich bin ja? Albaner, kannst du nicht entscheiden, ob... Luna, danke schön. Aber, jetzt... Danke für dein Teamherz. Du sagst... Ich habe eine Frage, ganz, hey Jungs, wartet mal, habt ihr keinen Respekt oder was? Malla. Ihr könnt doch nicht die ganze Zeit hier babbeln. Hier sind doch andere Leute auch drin, wir wollen ja auch hier andere Themen hier haben. Klärt das privat oder sonst was, aber lasst das im Live. Auf jeden Fall, Tesla, ich bin nicht ohne Grund hier, ne? Du hast mich vorhin ohne Grund geschmissen, ich weiß nicht, wieso. Habe ich dich beleidigt? Habe ich dich irgendwie angegriffen? Hat dir die Wahrheit wehgetan? Beantworte du mir dann diese Frage, wieso ist mal, in jedem europäischen Staat, wo ihr Tesla, immer hörst du mir zu? Die Oberhand habt, du hast immer Krieg, Vergewaltigungen, okay, Morde, wieso könnt ihr nicht friedlich nebeneinander leben? Wieso leben wir? Han, ich komme gleich wieder, ich muss kurz die ganzen Verse und Suren rausholen, du hast ihn gedroht. Erstens hat er gedroht und jetzt tut er so, als ob er nichts gemacht. Das ist die Medien, die ihr macht, wie ihr sagt. Was für Medien? Ich habe nur eine letzte Frage an Tesla. Hast du keine ausländischen Freunde? Sei ehrlich. Ich habe viele türkische Freunde, die haben auch die Nase voll. Was glaubst du, würde dieser Freund sagen, was du im Internet machst? Ja, die wissen alle, was ich mache. Aber wallahi, das ist kein Freund dann. Wenn du was heißt, das ist kein Freund, das ist ein Freund. Ich will privat nichts mit dir machen. Wieso hast du seine Meinung? Ja, Meinung. Wenn ich gegen Ausländer oder gegen was habe, dann habe ich nichts mit denen zu tun. Aber er schon, warum? Weil er hat zwei Gesichter. Der ist doch ich habe ja nichts gegen Ausländer. Ich habe nur die Radikalen, so wie du, die Radikalen, mit denen es kein friedliches Nebeneinander gibt. Er hat was gegen den Islam und ich habe auch was gegen den Islam. Und ich sage es dir ins Gesicht, ich habe was gegen den Islam. Oh mein Gott, ich habe nicht mal was gegen den Islam. Ich habe diese radikalen Menschen, die da alle neu herkommen, ja, und die jeden in jedem europäischen Stadt nur Probleme machen. Was heißt das? Ist das korrekt? Kriminalität. Ich habe dich was gefragt. Ich antworte dir die ganze Zeit. Anschläge. Wieso gibt es islamische Anschläge auf Weihnachtsmärkte? Hört ihr mir zu? Wieso gibt es islamische Anschläge auf Weihnachtsmärkte? Lass mich nicht ausreden. Ich habe dich was gefragt, wieso gibt es islamische Anschläge auf Weihnachtsmärkte? Wieso macht sie sowas? Okay, warte, das macht sie. Schämt sie euch nicht? Er ist kein Moslem, wer das macht. Schämt sie euch nicht? Warte mal. Kein Moslem, wer das macht. Ein Tesla hat. Sicher sind das Moslem. Nein, sind das nicht. Das sind Allahu Akbar schreiende Muslime. Das sind, wer tötet? Wer zum Beispiel steht sogar in dem Manifesto drin. Wer unschuldig tötet? Wenn ich fragen darf? Wie bitte? Was ist dein Ziel in diesem Live? Was glaubst du, machst du damit? Du provozierst Menschen und dann eskaliert es eben. Verstehst du? Man muss einfach jeden Menschen akzeptieren, wie er ist, aber so wie du hier vorangehst im Live. Einen islamischen, der mit einem LKW, in einem Weihnachtsmarkt unzählige Menschen umbringen soll. Das sind keine Moslems, aber Tesla. Kein, das ist kein Moslem. Einen islamischen Attentäter, der mit einem LKW unschuldige Menschen umbringen soll man akzeptieren, wie er ist? Du kommst aus Wien, warum gehst du nicht auf die Straße und machst eine Demo daraus? Warum? Weil du hast keine Eier. Wallahi, ist so. Du weißt genau, wie es ist. Aber weißt du was? Ich habe auch eine Frage an euch. Ich werde bei der nächsten Demo gegen die Islamisierung warum lügst du deine Leute? Und er ist das beste Beispiel dafür. Er verneint es nicht einmal. Er verneint nicht einmal diese islamischen Anschläge. Nee. Er schämt sich nicht dafür. Er will es so. Der Staatsschutz aktiv werden. Das ist meine Meinung. Alles gut. Der hat sich hier schon Manifesto geschrieben für den nächsten Attentat auf Weihnachtsmärkte. Aber er lebt in Österreich. Guck mal, Tesla, du kennst mich. Er lebt in Österreich und er hat schon ein Manifesto. Ich hätte gern keinen Staatsschutz, deswegen muss ich dich wieder raushauen. Weil wir brauchen keinen Islamisten hier drin. Ja, ey. No, richtig. So. Er schämt sich nicht einmal für islamische Anschläge, ja? Ja, das Ding, warte, ich habe eine Frage. Warte, jetzt eine Frage. Wenn ihr und jetzt... Deswegen geht kein nebeneinander mit diesem... Muss bekennt, bitte. Sehr schlimm, sehr ganz kurz, als die Hamas Israel angegriffen hat, ne? Ihr wisst schon, dass die Palästinenser dort, die haben schon Bonbons verteilt und haben sich gefreut wie Silvester. Aber als sie dann ein Brett zurückbekommen haben, haben sie geheult. Warum? Ja, das zeigt ihr den Schauspieler. Warte, die nächste Sache. Das zeigt ihren dämonischen Geist. Es gab keine Gegendemo bei Anschlägen. Nein. Tesla, gib mal ein paar Moslems rein.
Ey, Bruder, eine Frage an euch. Eine an euch. So, ihr sagt ja, ja, guck mal, jetzt ist der Islam schuld wegen diesem Terroranschlag, wegen das, der Terroranschlag. Und dann, ihr sagt alles, das Islam, Islam, Islam. Aber. Natürlich, was denn sonst? Okay. Ja, ihr gebt den Islam jetzt die Schuld, dass Leute, gewisse Leute, einen Anschlag gemacht haben. Ist der Islam ein Gegenstand? Warte. Gebt ihr die Schuld? Gebt ihr die Schuld? Ja oder nein? Ich, nur beantwortet meine und dann könnt ihr gleich schlagen. Ja aber oder nein? Aber guck mal, wir geben dir die Schuld. Ich bin nichts dagegen. Eine Frage kurz. Wie rechtfertigt ihr denn die ganzen Todesopfer, die damals in den ganzen Balkankriegen gestorben sind? Und okay, warte, okay, ich beantworte dir. Kein Problem. Erstens, die haben sich nicht auf Jesus berufen. Die haben nicht geschrien, Jesus ist der Größte und haben die Leute umgebracht. Das stimmt. Nummer eins. Die haben einfach so das. Oh, Stimme, ja, hallo. Leute, macht doch mal meinen Dings vor. Also war das kein religiöser Krieg? Wunschliste. Nein. Natürlich war es ein. Also, okay, jetzt habe ich aber eine Frage. Warum wurden während des Krieges von den Bosnier, weil da Mujahedins waren, von Afghanistan, Tschetschenien und so weiter und so fort, falls du das nicht gewusst hast. Ich kenne mich da gut aus. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich, aber ich habe eine Frage. Warum wurden dann, in Bosnien oder generell in diesen ganzen Kriegen, wurden sehr, sehr viele Moscheen zerstört? Und Christen und Kirchen auch. Moscheen. Ja, klar, von beiden Seiten. In Albanien und Bosnien. Aber wenn ihr jetzt wegen einer Religion auf Europa. Aber das hat man gemacht, um zu provozieren. Lieber Balkan ist auch ein Krieg. Das hat man gemacht, um zu provozieren und nicht wegen einer Religion. Hallo. Ja, warte, ja. Wieso kann man neben euch nicht friedlich nebeneinander leben? Kann man. Ich habe richtig viele Christen. Geht doch nicht. Du siehst also in Albanien kann man friedlich miteinander leben. Ich weiß nicht, wo ihr lebt. In Albanien, Digga, ist egal, ob du Christ, Moslem, Jude, was du kannst glauben, wenn du Satanist sogar bist. In Albanien lebst du. Ja, das ist wirklich so. In Albanien und Kosovo. Wie bitte? Albanien ist moderner, muss man dazu sagen. Die sind nicht so radikal eingestellt wie manche andere Länder. Dann erzähl mal, wie ist es in Kosovo so? Wenn die Albaner, warte kurz. Und ich weiß es aus erster Hand, dass die Albaner selber dagegen sind. Wenn sie diese neuen Flüchtlinge da aufnehmen würden, würde es bei denen genauso. Weil in Albanien keiner trägt Kopftuch. Ich war selber dort. Wir wollen keine Flüchtlinge. Ja, die wollt ihr nicht, gell? Ja, da wollt ihr sie selber nicht, ja? Ich will keine Flüchtlinge in mein Land. Ich bin auch kein Flüchtling. Aber es sind muslimische Flüchtlinge, die herkommen und jedes Mal, wenn sie in der Oberzahl sind, und dann denken, was ist der gemeinsame Nenner? Islam. Der Islam ist der gemeinsame Nenner. Das mit euch, wenn ihr in der Überzahl seid, kein friedliches Nebeneinander funktioniert. Doch, funktioniert natürlich, Digga. Also ich weiß nicht, wie das läuft, aber ich zum Beispiel schauen wir uns mal den Kosovo an und da läuft es ganz, ganz friedlich miteinander. Die ganze Bevölkerung, 95% der ganzen Bevölkerung. 95% mehrheitliche Bevölkerung ist auch muslimisch. 95% sind muslimisch. Ja. Da gibt es gar keine Christen. Nein, natürlich in Albanien. Nein, gibt es nicht. Albanien ist an sich ein christliches Land eigentlich. Ist es nicht? Nein, ist es nicht. Albanien ist ein kommunistischer Staat, die Vollidioten. Warum sind alle Albaner kommunistisch? Natürlich war das ein kommunistischer Staat. Ein kommunistischer Staat, aber immer noch. Es ist immer noch ein atheistischer Staat. Es gibt keine Staatsreligion. Warum sind alle Albaner kommentiert? Okay, müssen wir jetzt sagen, dass das. Aufgrund dem Druck des Osmanischen Reiches. Also seid ihr nicht treu eurer Religion gegenüber, oder was? Nein, ich bin treu zu der Wahrheit. Ich bin treu immer die schlimmsten, Gewalt und so weiter. Für mich persönlich... Ganz einfach Antwort. Radikalsten ist sein eigenes Volk. Also nur mal so, wenn wir uns gar nicht treu geblieben sind, habt ihr genauso Hand in Hand mit Muslimen gekämpft. Vergiss das mal nicht. An alle stolzen muslimischen Albaner, die in Albanien, die nehmen die Religion nicht so ernst wie ihr. Schau richtig. Mal. Das hätte ich eine Frage an die ganzen Serben hier. Warum? Ihr werft uns ja jetzt hier vor, ja, ihr seid euch gar nicht treu geblieben. Dann erklärt mir mal, warum ihr tatsächlich mit den Osmanen Hand in Hand zusammengelebt habt. Ihr habt mit denen sogar gekämpft. Wir haben unsere Religion nicht verkauft. Pass auf, damals musste man die Jizya zahlen, das ist die sogenannte Schutzsteuer, man kann sie Kopfsteuer nennen, ne? Pass auf, entweder du nimmst den Islam an, dann bist du befreit von der Jizya oder du bezahlst sie, entweder du bezahlst oder du stirbst, ne?
Das waren die einzigen Möglichkeiten. Pass auf, die haben ganz normal gezahlt, die Leute. Ne? Zum Beispiel die Bosniaken und so weiter, das sind die, wo halt nicht gezahlt haben oder kein Geld haben oder ärmlicher waren. Die sind dann sozusagen kompliziert. Ne? Die konnten ja auch nicht abhauen. Ne? Wenn du nicht viel Geld hattest, wie willst du da abhauen? Verstehst du? Ja. So, und so, ansonsten haben die Köpfe abgetrennt, mein Freund. Was denkst du, wie der Islam von Saudi-Arabien bist? Ich glaube, du hast mich falsch verstanden, mein Lieber. Dann erzähl mal. Ich meinte, zum Beispiel hat hier gerade jemand gesagt, ja, ihr seid euch gar nicht treu geblieben. Am Ende des Tages, eine ganze Nation hängt nicht von einer Religion ab. Das hast du in Griechenland, aber das hast du nicht. Weil sowas, wenn man die Nation von einer Religion nicht trennt, dann ist es genauso schlimm, wie als hätte man ganze religiöse Konflikte. Und deswegen läuft das bei uns auch so. Bei uns war es nie der Fall, dass wir uns gegeneinander irgendwie aufgehetzt haben. Sei es unter dem Osmanischen Reich, ob es Muslime, ob es Katholiken waren. Aber das ist keine Ausrede, das ist Wahrheit. Aber schau mal, ich erzähl euch mal was. Bei euch Serben, sobald ein Serbe kein Orthodoxer ist, ist er für euch kein Serbe. Das ist so wie die Sanjak. Sanjaken sind nicht mal Serben, mein Lieber. Sanjaken sind Serben, die genau kommentiert wurden. Sanjaken sind Serben. Dann erklär mir mal. Osmanen kommentiert genau wie Albaner. Ja, also sind die Albaner jetzt auch Serben? Nein, Albaner nicht, weil das gehört nicht zu Serbien, aber Sanjak gehört zu Serbien. Frage an die Albaner, auf welcher Seite seid ihr überhaupt? Palästina oder Israel? Mir ist das ziemlich egal. Mir ist das auch egal. Nur, ich halte mich da hinter Israel, oder? Was? Das Land Albanien ist eher hinter Israel, oder? Ja, das ist eine schwierige Frage, das ist das Problem. Guck mal, diese Frage kann man nicht einfach so beantworten, weil, wenn man sich jetzt so anschaut, klar, sterben in Palästina auch viele Kinder, aber gleichzeitig wurde der ganze Genozid, also was heißt Genozid, aber der ganze Völkermord im Kosovo auch von den Palästinensern tatsächlich unterstützt, deswegen, ja, ich halte mich daraus. Kosovo ist aber ein muslimisches Land, Albanien ist aber ein christliches Land. Kosovo ist ein orthodoxes Land. Er sagt orthodoxes Land, mein Lieber. Kosovo ist Serbien. Kosovo ist Serbien. Kosovo ist Serbien. Mach mal. Albanien. Gib mir mal 10 Argumente, warum Kosovo Serbien sein soll. Gehen wir zurück zum Hauptthema. Ich will nicht dieses Thema jetzt. Ja, wir gehen zurück zum Hauptthema. Tesla handelt, will Muslime alle frohe Weihnachten wünschen. Warte, ich will nichts Albanien. Und Kosovo ist Serbien oder Kosovo ist Albanien. Ey, ich wollte eine Frage noch vorhin stellen. Ich will jetzt nicht mehr auf den Balkan. Ich will noch eine Frage stellen. So, ihr meintet ja, wegen den Terroranschlägen, die laut islamischer Sicht, wie heißt das? Also, dass es alles mit dem Islam zusammenhängt. Natürlich. Warte, nur im Irak, ein christliches Land, Amerika, hat den Irak angegriffen. Ist jetzt das Christentum schuld? Da kommt die gleiche Antwort wieder. Die haben sich nicht auf Jesus berufen, Mann. Pass auf. Warum haben die denn... Eine Gruppe schreit Allahu Akbar. Genau. Ja. Aber jetzt eine Frage jetzt. Ich kann mich jetzt auch als Christin stellen und sagen, ich kämpfe jetzt für Jesus. Das sind dann wieder Fake-Moslems. Ihr macht es euch ein bisschen zu leichter. Ich mach's mir überhaupt nicht leicht. Wenn ihr eure Logik an die Muslime anwenden könnt, können wir sie doch genauso gegen euch. Das können wir auch gleich wieder wenden. Pass auf, die Bibel ist ein Geschichtsbuch und der Koran ist ein Befehlsbuch. Das ist schon wieder zwei verschiedene Taten. Nein, das ist es nicht. Wenn da steht, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Ja, das sind beides Befehlsbücher. Du hast den Kontext nicht verstanden. Ja, okay, was ist denn der Kontext, wenn du sagst, töten? Töte die Ungläubigen, die euch verfolgt haben im Krieg gegen den Götzenandiener im Mekka, weil die uns. Sie haben euch Tipps gegeben. Im Koran stehen Tipps für den Krieg. Wisst ihr, das ist auch halt Unterschied. Es ist keine Gewalt und dann sind Tipps für den Krieg. Willst du mir sagen, es waren Verteidigungskriege von Saudi-Arabien bis nach Spanien oder was? Das hatte nicht mehr mit dem Islam zu tun. Das Osmanische Reich ist oder was? Wir reden ja nicht vom Osmanischen Reich, Alter. Ja, das Osmanische Reich hat genauso wenig mit dem Islam zu tun. Aber warte mal kurz, was du sagen kannst, dass ihr alle keine. Warte kurz. Nazis hat nichts mit Deutschland zu tun. Nee. Ja. Die Nazis haben nichts mit Deutschland zu tun. Wieso? Wie kommt sie drauf? Das hat nichts mit Deutschland zu tun. Guck mal, das ist ein Problem bei euch allen. So redet ihr.
Ha? Es gab keinen Deutschen. Islam hat nichts mit Nazis. Was, wieso Nazis Deutschland? Das war eine andere Frage. Während zum Beispiel jetzt in so, ganz so argumentiert sie. Während dem Holocaust ist tatsächlich die Zahl der Juden in fast jedem christlichen Land gesunken. Runtergegangen. Und jetzt sag ich mal was. Während des Zweiten Weltkrieges in Albanien, was ist denn da passiert? Komischerweise wurden dort die Juden gerettet und von größtenteils von Muslimen. Und warte, in Palästina genauso, in Syrien auch so. Erzählt mir mal. Warte, seid ihr so gutherzige Menschen? Muslime haben diese Auslöschung gefeiert und feiern das ja, immer noch. Ja, in Albanien haben sie gefeiert, oder wie? Was redet ihr? Wenn ihr das verneint, in den muslimischen Ländern... Der Maler aus Österreich war befreundet mit dem Islam. Was redet ihr? Aber er war Christ. Er war kein Christ, er hat das Christentum verabscheut. Ja, das stimmt schon. Aber dennoch, in den ganzen christlichen Ländern ist ja die Zahl der Juden gesunken. Aber in einem muslimischen Land mitten in Europa ist das nicht gewesen. Und okay. dort wurden die Juden aufgenommen. Und in Nordafrika, Marokko, Algerien, da wurden die Juden alle aufgenommen. Und wenn ihr das verneint, dann seid ihr einfach peinlich, weil ihr es nicht die Wahrheit haben wollt. Wenn ihr das verneint. Ja, wäre ich auch leise. Schau mal, diese Sachen, was ihr da gerade gebubbelt habt, das sind politische Sachen, die die Juden aufgenommen haben. Auch ihr sagt doch auch die politischen Sachen. Warum habt ihr die Juden aufgenommen? Ne? Was hat das für ein Ihr habt die Juden aufgenommen, weil ihr nichts mit dem Krieg zu tun hattet und weil Juden reich waren. Wir hatten nichts mit dem Krieg zu tun, das ist eine Lüge. Ihr hattet nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Das ist eine Lüge, Was hattet ihr mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Darf ich das erklären? Wir hatten mitten im Land eine Art Bürgerkrieg. Wir haben tatsächlich, jetzt pass mal auf die Moral. Selber schuld, dass ihr einen Bürgerkrieg hattet. Bruder, du! Nein, wir haben gegen die Kommunisten gekämpft. Es war so in Albanien. Es waren einmal die Partisanen, also die Kommunisten, die zusammen mit euresgleichen gekämpft haben. Und gab es ja auch die Ballisten, die mit den Deutschen gekämpft haben. Komischerweise haben beide Seiten, also wenn, dann waren es die Deutschen, aber unter den Deutschen waren ja auch die ganzen Albaner Muslime, weil endet. Was? Warum? Worauf ich hinaus will, ist, egal wo Bruder, ihr euch ausbreitet, gibt es einen Terror. Nur wo ihr seid, kein Fortschritt, Rückschritt, kann man das so sagen, nur Terror. Okay. Das kann ich dir ganz leicht beantworten, warum die Juden nach Albanien gekommen sind oder nach irgendeinem anderen Länder. Weil sie in der Bibel zerstreut wurden. In der Bibel zerstreut wurden. Ja, Gott hat sie zerstreut. Was zerstreut? Ich verstehe. Schweinefleisch, dann werden sie. Aber weil ihr es auch nicht versteht. Ich weiß nicht, was ihr mit zerstreut meint. Kannst du mir bitte präziser erklären? Weil Gott sie zerstreut hat. Über die ganze Welt. Was laberst du für Scheiße? So meinst du das? Ja. Was hat das damit zu tun? Es hat viel damit zu tun. Ja, inwiefern? Was hat es damit zu tun? Ja, wo sind die Juden überall hingekommen? Jungs, wir reden jetzt schon wieder über Juden. Trotzdem, aber guck mal. Terroranschläge passieren, das ist unruhig geworden. Es ist seit 2015, wo die Flüchtlinge reingekommen sind. Ey, die Frauen trauen sich nicht mal rauszugehen, Mann. Ja, okay. Das ist eben. Kein Scherz. Also, ey, bin ich blind oder ihr, Mann? In Österreich, so in Schweiz, blind. Egal wo, in Deutschland. Am 24. wieder zwei. Aber das kannst du nicht in der Region anrechnen. Jeder weiß, dass der 24. ein besonderer Tag ist für die, die Weihnachten feiern, ja? Zwei islamische Anschläge wieder vereitelt worden. Wenn du das jetzt verneinst, dann seid ihr peinlich. Am Ramadan wisst ihr nicht mehr, wo dieser eine Christ in die Moschee gegangen ist, im Freitagsgebet und dann den wie heißt das, Scheich da umgebracht hat? Christchurch meinst du? Neuseeland war da. Und er hat den Scheich da umgebracht. Einzelfall. Einzelfall sagt er, oh mein Gott. Ey, Aldi, war das ein Christ? Sicher Einzelfall. Es war ein Christ. Einzelfall. Okay, dann ergib mir jetzt einen Beweis, dass er Christ war. Digga, guck die Medien. Warte, ich würde jetzt, wenn ich sage, ja, Medien lügen, guck die Medien. Hat er geschrien, Jesus ist der Größte und hat die alle umgebracht?
Wieso hat ich verstehe aber immer noch nicht. Aber das kann jeder sagen. Das kann ja jeder sagen. Ich habe das für Gott getan. Aber ob Allah das jetzt befürwortet, ist die andere Frage. Ja gut, aber die andere Sache ist, wer sprengt sich in die Luft, der nicht sicher ist, dass es richtig ist. Erklär mir das. Was heißt, ob Allah das richtig findet? Was redet ihr da? Wie soll ich ein Deutscher fühlen? Wie soll ich ein Europäer fühlen? Glaubst du, der fragt Allah jetzt, ob der das aus seinem Wort gemacht hat? Wenn so Fanatiker kommen, islamische Fanatiker kommen und solche Sachen machen und immer wieder zeigen, dass kein friedliches Nebeneinanderleben mit euch möglich ist. Das ist natürliches. Und Aldi, ich sage dir, der war kein Christ, weil ein Christ tötet nicht. Anscheinend schon. Hab noch nie einen Christ jemanden. Nur, dankeschön. Er war ein ungläubiger Christ. Was war mit den Kreuzzügen? Die sind auch Ungläubige. Wann war der erste Kreuzzug? Sag mir mal. Was haben die davor gemacht, die islamischen Herren? Was haben die gemacht? Die haben Jerusalem. Leute, währenddessen tippen. Wie kam der Islam 400 Jahre nach Christentum? Wieso kam der Geist aus dem Christentum 1000 Jahre nach dem Juden? Hat der Papst den Kreuzzug ausgegeben? Dann ist eben Judentum der richtige Weg, aber warum? Ja, dann kommentier doch zum Judentum, aber geht ja nicht. Doch, es geht aber nicht. Kannst du ja nicht kommentieren. Aber ich verstehe nicht, wie kann man 400 Jahre nach Christentum, nach Judentum, nach... Ja, warum kommt ihr dann nach Judentum? Erzähl mal. Ich verstehe das auch nicht. Wie können Christen und Muslime so viele Jahre nach dem Ganzen trotzdem sagen, das ist das Wahre und so? Wenn davor noch 100.000 Religionen waren. Wenn du das die Frage stellst, dann bist du überhaupt kein Christ. Wallah. Ich stelle es ja für beide. Ich hinterfrage ja manchmal Männer und fremde Religionen. Das tust du doch gerade. Mir ist die Religion eigentlich ziemlich scheißegal. Ich will keine verdammte Kriegszustände in Europa. Ich verstehe, was du meinst, Tesla, aber das kannst du doch nicht einfach jetzt verallgemeinern. Das bringt der Islam nach Europa. Tesla, du kannst das nicht mit deinem Livestream 190 Leuten ändern. Oder wollt ihr, warte, ihr lebt doch auch alle in Europa, beziehungsweise in Deutschland. Wollt ihr Kriegszustände haben hier in Europa? Nein. Ja, aber der Islam bringt das rein. Nein, eben nicht. Würdest du mir sagen, der Islam hat jetzt Schuld, auch in Ukraine und, wie heißt das, Ukraine und Russland? Hat der Islam da Schuld? Schuld, sehr. Das hat mit ihm zu tun. Ja, guck mal, ihr. Ukraine und Russland betrifft uns in Deutschland gerade, außer, dass alles teurer wird, nicht, aber... Was schon islamische Anschläge geplant auf dem aber dennoch weiß ich ja nicht, was Morde, Vergewaltigungen, Messerstechereien, Clankriege. Sag mir jetzt, wann der letzte Krieg in Europa und nicht die Osmanen. Außer die Osmanen. Wann war der letzte Krieg wegen dem Islam in Europa? Irgendwer rauscht die ganze Zeit hier. Warte kurz. Ja. Nochmal was? Wann war der Weg? Digga, ich höre die ganze Zeit dein Rauschen. Ich kann... Hallo? Jetzt. Ja. Wann hat der Islam denn das letzte Mal einen Krieg angefangen? Und jetzt nicht Osman in Europa, außer die Osman. Bei den Osman, die haben ja angefangen. Aber einmalige Sache bei den Osman. Wann hat Islam einen Krieg hier angefangen? Wo genau meinst du jetzt? In Europa. In Europa? Ihr sagt sie mal an der Grenze, ja, helft uns, dann kommt sie rein und dann fängt sie euer Bürgerkrieg an. Das ist so eine Eroberung von ihnen. Also ich finde, Europa ist mit dem Krieg. Du beantwortest nicht meine Frage, du kommst mit einem anderen Thema direkt. Ja, aber ich finde, Europa ist mitten im Krieg. Das ist schon eine Kriegserklärung gewesen. Das ist keine Kriegserklärung. Es kommen nur junge Männer an. Das ist für mich, also jetzt gerade, also deine konkrete Antwort jetzt gerade, fängt sie einen Krieg an, ja. Nein, eben nicht. Aber eine andere Art von Krieg. Schau mal, schon länger gesehen ist das sehr, sehr schwer in Europa allgemein Krieg anzufangen. Also militärisch gesehen hätten die sowieso keine Chance gehabt und das wissen die auch. Schau doch mal an, wir reden jetzt von der ganzen NATO, okay, da sind auch muslimische Länder dabei, aber ich rede jetzt nur von Europa allgemein. Ne? Also die sind sowieso alle verbündet. Was willst du da machen? Ich sagte, überall, wo die Muslime in der Überzahl sind, kannst du noch mal wiederholen? Ich habe dich kurz nicht gehört. Na, meinst du mich? Ja. Ich hab geredet. Ja, das war dann der Endet hat geredet.
Und zwar, ihr sagt ja die ganze Zeit, überall wo die Muslime in der Überzahl sind, gibt's Probleme. Ja, ja. Ist das in Europa der Fall auch? Ja, es ist hauptsächlich in Europa. Ja, 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 in Deutschland. Ja, klar. Moment, wenn wir jetzt mal Europa betrachten, wie ist das jetzt also? Bin ich denn ein Theorist? Schau, Malmö, so, warte, Malmö, Schweden haben die meisten Migranten aufgenommen. Kriegszustände, ein Einheimischer traut sich dort nicht mal raus. Wegen muslimischer Migranten. Warte. Das kannst du immer noch nicht auf den glauben. Ehrlich, Digga. Wegen muslimischer Migranten. Bin ich jetzt der Schuld, bin ich der Grund, warum jetzt so ein, das Einheimische nicht rauskommen? Bin ich jetzt der Grund? Nein, aber muslimische Migranten, die aggressiv sind, die ein mittelalterliches Weltbild haben, haben wir nicht. Sobald sie in Masse da sind, gleich zu Gewalt, auf Gewalt zurückgreifen. Ey, Tesla, welche Religion bist du? Welche Religion hast du, meine ich? Gar keine. Bist du Atheist? Ich bin eher in Richtung Atheist, ja. Warte. Bist du Atheist oder Agnostiker? Atheist. Okay. Was ist ein Agnostiker? Wenn die nur an Gott glauben, aber an keine Religion haben? Ja. Warte, wieso glaubst du denn nicht an Gott? Dem interessiert doch keine Religion, mein Jungs. Ja, das stimmt. Ja, guck, ich habe aber Religion interessiert mich nicht. Aber ich verstehe nicht, Ich verstehe generell diese ganze Logik nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir nehmen jetzt diese ganze andere Situation. Wir sagen jetzt, in Europa haben vorher mehr Muslime gelebt und jetzt kommen Christen und machen genau dasselbe. Was denn? Was mit dasselbe? Also was ihr jetzt ja dem Islam vorwerft, was ihr jetzt sagt, diese ganzen Kriegszustände, die in Europa sind. Ja. Wäre es dann dasselbe, wenn die Christen das machen würden? Na sicher wäre das dasselbe. Ja, natürlich. Wer wird es? Wenn das Chinesen machen würden, wäre das dasselbe. Aber derzeit machen das muslimische Migranten. Nicht, Digga. Richtig. Guck mal. Glaubst du, ist islamifiziert nicht? Das ist das Ding. Wenn Sachen passieren, es gibt überall, es gibt Christen. Aber bei euch passiert es vermehrt. Komm mir nicht mit, jeder macht das. Warte, ja. Bitte, welcher Japaner macht Kleinkriege in europäischen Städten? Ihr seid ja auch viel hoch. Nicht mal Albaner machen das. Lass doch mal. Ja, guck mal, so arabische Länder. Die kommt aus wohlhabenden Gegenden. Von dort, wo sie kommen. Die Leute machen das eh nicht. Ja, Albaner machen das auch meistens nicht. Die machen andere, aber so dieses. Warte, aggressive, das sind ja diese neuen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan. Vor was hast du Angst? Ey, muss ja keiner runter. Komm mal runter, Bruder. Ja. Ich hab, oh, komm mal, jetzt eine Frage jetzt nochmal. Warte kurz, ich lade gleich wieder Gäste ein. Alles klar, Bruder, mach das. Was los? Frohe Weihnachten. Was los, Jamenek? Frohe Weihnachten. Was für Weihnachten? Ich feiere kein Weihnachten. Wieso feierst du kein Weihnachten? Warum soll ich Weihnachten feiern? Warum feierst du überhaupt Weihnachten? Hä? Weil es schöne Zeit ist, modern und wo man mit Familie und Freunde verbringen kann. Hör doch auf mit dem Palaver, du willst doch nur das Weihnachtsgeld. Ich bin wenigstens ehrlich. Weißt du, ich bin wenigstens ehrlich. Ich wette den Staat. Der Staat gehört mir. Ja? Der Staat. Wieso gehört der Staat dir? Was redest du? Natürlich gehört der Staat uns. So, warum feierst du Weihnachten? Erkläre mir, warum du Weihnachten feierst. Es ist eine schöne Zeit, ja. Erstens, meine Mama ist selber christlich. Auch wenn ich eher in Richtung atheistisch ist, meine Mama ist christlich. Das heißt, sie liebt es, Weihnachten zu feiern, ja. Und zweitens, es ist eine schöne Zeit, wo man mit der Familie zusammen isst, einen leckeren Schweinsbraten, ja. Hör mal auf mit Schweinefleisch, ey. Wieso? Nein, kein Schweinefleisch. Warum Schweinefleisch? Wieso könnt ihr nicht frohe Weihnachten gratulieren? Wieso habt ihr sowas wie Nächstenliebe nicht? Wir haben Nächstenliebe. Ihr habt keine Nächstenliebe. Ihr habt nur Hass. Hat Saddam Hussein Weihnachten gefeiert? Was? Hat Saddam Hussein Weihnachten gefeiert? Keine Ahnung, nein, wahrscheinlich nicht. Ja, aha, warum? Weil er ein muslimischer Radikaler ist, ja. Er war kein Radikaler, der hat Staat und Religion getrennt. Deswegen frage ich dich jetzt, wieso feiern Menschen Weihnachten? Ich nehme kein Weihnachtsgeld. Ich will kein Weihnachtsgeld. Okay, Weihnachtsgeld unter mein AD. Was ist das? Hast du die gesamte Moschee bei dir oder was? Was ist das überhaupt? Wir sind hier in Marokko, Bruder. Weißt du, was hier läuft? Weißt du, was hier passiert? Hier ist sofort so.
Hier ist sofort so, Bruder. Verstehst du? Das ist Disziplin, das ist Respekt. So, das ist Respekt. Faceman, danke für dein Portal. Leute, ihr müsst ballern. Verstehst du? Bleibst du auch in Marokko? Nein. Kommst du zurück nach Deutschland? Nein, ich komme nicht zurück nach Deutschland. Ich bleibe in Teneriffa. Okay. Ja. Bist du ausgewandert? Ich bin ausgewandert, weil ich mag es nicht in Deutschland. Ich mag Deutschland nicht. Ich habe ein persönliches Problem mit Olaf Scholz. Und das müssen die Leute endlich mal verstehen. Und du auch an erster Stelle, du musst das verstehen. Weil du lebst in Österreich. Warum redest du eigentlich? Gut so. Ja. Weil Deutschland ein großes Islamproblem hat. Nein, Deutschland hat ein großes Atheistenproblem und ein großes Problem, was ich jetzt hier nicht sagen werde. Ja? Aber das ist auf jeden Fall kein muslimisches Problem. Verstehst du das nicht? Verstehst du das nicht? Wieso plant ihr islamische Anschläge? Leute, für Rosen. Wieso plant ihr islamische Anschläge auf Weihnachtsmärkte? Danke, Luna. Danke, Faceman. Was war mit Anders Breivik? Bei dem heißt es dann aber nicht radikaler Christ. Einzelfall. Bei euch ist es kein Einzelfall. Eine Rose noch. Willi, ist klar. Einzelfall. Danke für die Losen, Leute. Dankeschön. Es sind immer Einzelfälle, merkst du? Es sind immer Einzelfälle. Es geht nicht, guck mal. Ich werde dafür sorgen, guck mal, ich sage jetzt Ansage, okay, nehmt alle auf, wenn ihr wollt. Ich werde die Scharia nach Deutschland bringen. Ob du willst oder nicht, ist mir egal. Ich werde die Scharia... Du willst das nach Deutschland bringen. Ihr flieht von Ländern, wo es die Scharia gibt. Nein. Und dann wollt ihr sie in Deutschland einführen? Guck mal. Was ist das für eine ekelhafte Doppelung? Du wirst gar nichts. Leute, mal zwei. Wir müssen verhindern, dass sie die Scharia nach Deutschland bringt. Nimm erstmal Da sind deine muslimischen Brüder. Niemand da. Nein, ich mag das nicht so. Christkindlesmarkt, Weihnachtsmarkt, diese sinnlose Glühwein trinken, das ist wirklich für nichts. Das ist einfach nur, weißt du, wir machen links, rechts. Verstehst du, was ich meine? Deutsche Kultur. Nein, es gibt keine deutsche Kultur. Was bist du? Na sicher. Weihnachtsmärkte ist Teil europäischer Kultur. Wer bist du, dass du sagst, dass du das nicht magst, ja? Ist gut, dass du aus Deutschland raus bist. Nein, ich erkläre dir, was ich bin. Ich bin Deutsch-Türke mit libanesischem Hintergrund. Das heißt, ich bin gebürtig Deutscher, doppelte Staatsangehörigkeit. Mich kann keiner abschieben. Geht nicht. Und AfD. Du hast dich selber abgeschoben. Ich habe mich nicht abgeschoben. Ich bin ausgewandert, aber ich habe Zweitwohnsitz angemeldet in Teneriffa. Weißt du warum? Frag mich warum. Teneriffa. Warum? Weißt du, was da für Leute rumlaufen? Ja. Da laufen kranke Leute rum. Da sind die ganzen Exil-Hisbollah-Anhänger sind in Teneriffa. Genau. Ekelhaft. Und darauf bist du stolz? Das findest du jetzt nicht mehr lustig, ne? Aber darauf bist du stolz? Dass du jetzt mit denen im selben Land bist, oder was? Darauf bist du stolz? Hoffentlich kommst du nicht nach Deutschland zurück. In Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit. Ich kann mit denen am Strand sitzen, ja, ich kann über jede militante Gruppe reden. Ich kann über Saddam Hussein reden, ich kann über andere militanten Gruppen reden. Wieso willst du über diese Gruppen reden? Weil es wichtig ist, dass ich werde dafür sorgen, dass Saddam Hussein, das ist wieder so ein, es braucht wieder, wir brauchen wieder so jemanden und kein Olaf Scholz oder Annalena Merkel. Aber hoffentlich nicht in Deutschland. Ja, du wirst sehen, warte, ich werde noch kommen. Österreich ist danach zu Österreich. Ey, du bist der Schlimmste von allen. Katastrophe, Mann. Katastrophe. Du bist gerade mal deinen süßen Freund da belächeln, ja? Du bist nur am Reden. Du sitzt in Österreich irgendwo, versteckst dich. Ich sage dir, wie es ist. Glaub mir, hier in Marokko. Der extra nach Teneriffa fliegt, damit ihn keiner schnappt. Ich bin auch nächste Woche wieder in Deutschland. Dann komm nach Frankfurt. Ich komm hund weiter. Ja. Hamid Khan hat dich auch schon eingeladen. Schau. Du bist nur eine Marionette. Vertrau mir einfach blind. Ich bin eine Marionette, du bist eine Marionette. Danke, Luna. Die AfD benutzt dich einfach. Die AfD benutzt mich gar nicht. Ich bin selber drauf gekommen, dass neben euch einfach kein friedliches Leben möglich ist. Und es ist einfach nur traurig. Das Leben wird uns schwer gemacht und deswegen werden wir diesen Staat auseinandernehmen. Und ich werde dafür sorgen, ich habe Kontakte bis in die Ramos, bis in die El Zains. Ich habe Kontakte überall. Ich sage dir, wie es ist. Glaub mir, diese Welt, Deutschland ist am Abgrund. Und das musst du verstehen. Ja, wegen euch? Ja, wegen wem? Nicht wegen euch. Das ist ja wegen euch. Nein, warum? Schau, in jeder Stadt, nicht nur Deutschland, in jeder Stadt in Europa, wenn muslimische Migranten die Überhand haben, gibt es dort nur Leid, Krieg, Morde, Bürgerkrieg, Vergewaltigungen. Terroranschläge. Was mit Kinderpornografie? Ja, Kindervergewaltigen tut's ja auch gerne. Nein, machen wir nicht. Wir sind. Wir haben einen 12-Jährigen in Deutschland vergewaltigt von 6 türkischstämmigen Deutschen. Was war damit? Fake.
Das ist Fake News. Wenn ich jetzt, guck mal. Fake News. Du bist irgend, guck mal, du bist ursprünglich Thailänder oder Myanmar, ich weiß nicht, Kambodscha, irgendwas. Sogar euer Prophet hat eine 6-Jährige geheiratet. Ey, nicht über Prophet reden. Guck mal, das geht zu weit. Pass auf, Tesla. Danke, pass auf, nicht über Prophet reden. Ich sag dir, wie es ist. Wir reden, guck mal, wir sind immer respektvoll. Einreiseverbot. Einreiseverbot sollte man für dich einrichten. Aber wenn es soweit ist, glaub mir, diese Leute, was ist in Frankreich passiert? Was ist in Frankreich passiert? Sag mal, zeig, guck mal, guck dir mal, ja. Was haben die für. Ja? Was in Frankreich passiert ist, 6 muslimische Migranten haben einen Einheimischen umgebracht, ja, weil er weiß war. Die ganze Stadt, das ganz Paris wurde auseinandergenommen. Ganz Paris und ja, Frankreich wurde auseinandergenommen. Von muslimischen Migranten. Was, ja, von Algeriern. Und was ist, wenn ich die. Ja, Katastrophe, abschieben. Nein, geht nicht. Du kannst mich nicht abschieben. Geht nicht. Ich werde, guck mal, ich habe ein offenes, persönliches Problem mit der AfD und ich schwöre bei alles, Qasme Billah, wenn ich nach Deutschland. Wenn ich wieder nach Deutschland komme, dann Leute, ist mal die AfD... Wir reden nicht auseinander. Wir lassen nicht einmal gewinnen, diesen Salafisten. Du bist eine Katastrophe. Du bist der Grund, weswegen deutsche AfD überhaupt wählen, ja? Du bist der Grund. Die Deutschen, guck mal, ich sage dir, wie es ist, nicht alle Deutsche sind gleich, Dorothea, dankeschön. Aber die Deutschen, die werden ihr blaues Wunder, wir werden ihr Abendland einnehmen. Und Kosme Billa, ich stehe dafür, mein Wort, ich werde mein Wort halten. Ich habe immer mein Wort gehalten. Und wenn ich mit Deutschland fertig bin, kommt Österreich. Und ich sage dir mal was, wir Osmanen, wie weit standen wir? Ja, da kommen alte Erinnerungen hoch, gell, mein Freund, Tesla. Hä? Bis vor Wien stand, ihr werdet sie niemals wieder schaffen. Ja, wiss ich. Die Osmanen unterschätzt Osman nicht. Es unterschätzt Osman nicht. Ihr nimmt gar nichts ein. Wie viele technologischen Errungenschaften kommen aus euren Ländern? Gar keine. Türkei, Saudi-Arabien, was in Saudi-Arabien, was in Dubai? Türkei ist modernste. Wir haben Militärmacht, da hast du keine Ahnung von. Ja. Dubai, du erwähnst Dubai. Weißt du, was die größten Weihnachtsfeiern werden in Dubai gefeiert? Und was jetzt? Die Katar finanziert die Hamas. Was sagst du dazu? Ja. Und Flüchtlinge aufnehmen tun es aber gar keine, weil selbst sie wissen, dass nur Probleme gibt mit denen. Warum hat Deutschland, deutsche Armee kein Geld? Warum ist Deutschland so schwach? Warum ist Deutschland so ein lächerliches Land? Österreich genauso. Wegen einer schwachen linken Regierung, ja, das wissen wir eh alle. Ich kann hier sitzen, ich kann über Deutschland reden, ich kann alles machen, ich mache Videos, keiner kann mich abschieben. Ich bin sogar, in Twitter gehe ich viral und die Leute AfD posten mich, wer will meine Eier, wer will unter meine Eier. Verstehst du, unter meine Eier. Und darauf bist du stolz, jetzt ehrlich, darauf bist du stolz? Jetzt mal ehrlich. Was würdest du machen, wenn man dir eine Duldung gibt und du nicht arbeiten kannst? Sei ehrlich, Bruder, sei ehrlich. Ich würde Deutschland verlassen. Nein, das ist gelogen. Du musst den Staat aussaugen, du musst ihn abzapfen, okay? Versteh das endlich, Tesla. Ey, bitte, du musst... wunderst du dich, weswegen man euch nicht mag. Dann wunderst du dich, mich soll keiner mögen. Ich entscheide, wen ich mag und nicht. Wenn ich in Deutschland, ich habe das Recht zu entscheiden, dass ich jemand, keiner hat das Recht, mich nicht zu mögen. Nur ich darf Leute nicht mögen. Wenn ich dich nicht mag, dann sage ich ja, wissig. Okay, verstehst du, was ich meine? Dann sage ich so. Was ist das für eine egoistische, narzisstische Haltung? Was heißt, keiner darf dich nicht mögen, aber du darfst andere nicht mögen? Was redest du? Weil ich bin ein Mehrwert für Deutschland. Das hast du bis jetzt nicht verstanden. Natürlich. Ich bin der größte Mehrwert in Deutschland. Ich habe doppelte Staatsangehörigkeit. Was hast du für einen Pass? Österreichischer Pass. Österreich. Komm, bitte, hör auf damit. Ey, bitte, hör auf, reg mich nicht auf. Bitte, hör auf. Du bist ein Mehrwert? Danke, Adamski. Du machst dich lächerlich. Ich mach guten Content. Du machst dich lächerlich, mein Freund. Du ziehst eine Mütze an, Hoja. Du ziehst eine Mütze an, ja, Ars. Was ist an Mütze? Ist Mütze? Eure Frauen tragen Kopftücher. Das ist ja das Lächerlichste, was es gibt. Das ist nicht lächerlich. Das hat was mit Respekt und Anstand zu tun, okay? Wie viele Nonnen gibt es in Deutschland? Wie viele Nonnen? Sei ehrlich aber. Weiß ich nicht. Ich habe die nicht gezählt. Gibt's aber einige, ja. Ja, und Save Europe. Deutschland ist am Abgrund und du bist wirklich, ich verstehe dich gewonnen, nicht. Alter, du hast keine Chance. Du und deine muslimischen Brüder habt keine Chance, ja. Du musst in Saudi-Arabien leben, glaub mir, in Palästina musst du leben. Da sind die wahren Menschen. Okay? In zurückgebliebenen Ländern will ich nicht so gern leben, ja. Der Irak ist nicht zurückgeblieben. Zu Zeiten von Saddam Hussein, weißt du, wie krass der Irak war? Sei mal ehrlich. Ja. Guck mal, ich sage dir was. Guck mal, wieso kommst du denn überhaupt nach Deutschland zurück? Wenn ihr euch benehmt, okay, weil sonst, ich sage nur ein Wort.
Senfgas. Ihr könnt selber entscheiden. Jeder entscheidet selber für sich. Senfgas. Weißt du, was für Foltermethoden Saddam Hussein hatte? Es gab eine Foltermethode, die hieß Ventilator. Er hat die Leute am Ventilator aufgehangen. Was sagst du dazu? Ja. Darauf bist du stolz? Auf solche mittelalterlichen Methoden bist du gerade stolz? Willst du gerade flexen mit sowas? Nein, ich flexe nicht mit, aber ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Senfgas? Weißt du, was Senfgas überhaupt ist? Ja, weißt das haben im Ersten Weltkrieg die Deutschen gegen die Briten das ist ein giftiges Gas, das nach Ananas riecht und die komplette Lunge zerstört. Ich habe letztens eine Doku über Senfgaseinsätze im Ersten Weltkrieg angeschaut. Und wie kommst du jetzt darauf, dass das irgendwie, dass du stolz drauf bist? Auf Senfgas? Dass das Land durch die Amerikaner und durch andere Organisationen kaputt gegangen ist. Und ich sage dir, wie es ist. Wir werden dafür sorgen, dass Deutschland genauso den Bach runtergeht. Und wir sind schon zu viele. Was die ganzen Somalis, Eritrea, Afghanen, Pakistaner, Syrer. Bruder, denk doch mal nach. Österreich ist danach Österreich dran. Danach ist Österreich dran. Ich werde dafür sorgen. Ich bin hier dafür. Keiner kann meinen Eiern was. Verstehst du wahrscheinlich? Bruder, du bist eine größere Katastrophe als alles andere. Mein Gott. Tester, du bist die absolute Katastrophe. Bitte, bitte, hör auf damit. Wenn du in Offenbach oder in Berlin, Kreuzberg, Neukölln rumläufst, warte ab. Ich sage dir nur, warte ab. Der Tag wird kommen. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Drohen, indirekt drohen und nur Gewalt. Du verstehst nicht, 216 Leute drin. Ey Leute, pusht richtig und macht ihn fertig. Dieser Typ, ich sage dir, wie es ist, ja, er hetzt unnötig und ich bin dafür da. Ich bin euer... Er nennt mich Hetzer. Nach all dem, was er gesagt hat, nennt er mich Hetzer. Ich bin das Volk, verstehst du? Du hetzt gegen Muslime, du hetzt gegen Albaner, du hetzt gegen Türken, aber bei Osman hört der Spaß auf. Ich sage dir, wie es ist, Roya. Bei Osman und bei Saddam Hussein hört der Spaß auf. Leute, aufpassen, sie kommen. Oh mein Gott, diese Spülmaschine schickt drüben. Oh mein Gott. Leute, mal zwei. Ich sage euch, wie ist es? Senfgas. Okay, ja, nicht ekelhaft. Hör auf mit Senfgas, was bist du für ein Mensch, Mann? Schämst du dich nicht? Nein. Hör, du bist Österreicher, du hast gar nicht... Leute, weiter. Österreicher, du bist Österreicher, du darfst nicht über Vergangenheit reden. Sebastian Kurz, mein Eddie. Leute, pusht. Keine Chance. Muschi brenn. Leute, pusht richtig, haut den raus. Jamel, haut den raus. Ich sag dir was. Hoffentlich wirst du Deutschland an der Grenze irgendwie aufgehalten, An der Grenze, an alle Bupo, Bundespolizeipolisten, ihr werdet mich sehen, wie ich euch auseinandernehme. Ich bin kein Mann, wenn ich euch nicht auseinandernehme und du bist danach dran. Ich werde kommen. Ich bin jetzt noch in Marokko. Ich lade mich hier gerade auf, ja, und dann werdet ihr alle sehen. Ich hoffe, an der Grenze halten sie dich irgendwie aus. Danke für den Monikern, Dankeschön. Das ist eine Katastrophe, was du da machst. Mein Gott. Du hättest gegen alle, gegen Muslime, kannst du auch nicht entscheiden, was du bist. Bist du Thailänder, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos, was bist du jetzt? Ist egal, ich bin aus Südkorea, meine Eltern sind aus Südkorea, ich bin in Österreich geboren. Roman, Dankeschön. Leute, lass sie nicht kommen, diesen... Du bist der Hetzer, merkst du nicht, dass du der Hetzer bist? Ich bin für die Muslime, ich bin für Gruppen, was, Houthi-Rebellen, wart ab, Bruder, Houthi-Rebellen, verstehst du nicht, Houthi-Rebellen, wir übernehmen Europa, wir sind Türken, gegen Türken kann keiner was sagen, gegen Türken, Kurden, Save Europe. Katastrophe, was der Islam macht. Aus Katar kommt das Geld. Katastrophe. Aus Katar kommt das Geld. Leute, wir können dir nicht. Ey, dich werden sie auf der Grenze aufhalten und du stehst so da mit den Reisekoffern. Es war doch nur alles Spaß. Vor uns hat jeder Respekt. Wenn ich hier in Marokko sage, ich bin Türke, jeder verbeugt sich. Jeder sagt krass. Jeder verbeugt sich. Vor uns haben die Leute Respekt, okay? Wir sind Türken. Ja, Türke bedeutet irgendwas. Du bist traurig, Mann. Du bist traurig, ganz ehrlich. Und du solltest dich schämen. Nein, mich kann man nicht abschieben. Ich werde Deutsche müssen abgeschoben werden. Du was? Du musst abgeschoben werden nach Südkorea. Weil ich normal lebe, weil ich keine Probleme mache, muss ich abgeschoben werden. Und die Probleme machen nicht. Der Islam gehört zu Deutschland, okay? Nein, tut er nicht. Auf keinen Fall. Man sieht es immer wieder, dass das nicht nach Deutschland gehört. Doch. Auf keinen Fall. Was gehört denn nach Deutschland? Die anderen Religionen schon, aber der Islam nicht, oder was? Abendländische Kultur, christliche Kultur. Ein christlich-friedliches Deutschland.
Was ist daran so schwer zu verstehen? Mit Europa, euch gibt Spanien, es keine Frieden. Spanien ist in unserer Hand, Italien haben die Somalis übernommen, okay? England haben die Pakistaner übernommen. Katastrophe. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Danke an alle, danke an alle. Du bist nicht ein Mensch, ja? Du bist wirklich, guck mal, ich sage dir, wie es ist, guck mal, die Leute... Der Islam gehört nicht nach Deutschland, Leute. Ja, guck, die beleidigen mich so, die Marokkanerin beleidigt mich auch. Ja, die sollen... Schau, jetzt sind sie alle so hart, ja, aber an der Grenze so, wie Flüchtlinge, bitte nicht so sauf, bitte, we want to go to Germany. Guck mal, hier, guck mal, siehst du dieses Wasser? Wow, ja, Wasser. Aquafina, arabisches Wasser, okay? Oh, arabisches Wasser, und weiter? Ja, genau, ja, hier arabisches Wasser, wir sind hier im Apartment und wir machen hier links-rechts, wir machen immer hier links-rechts. Bleib dort, dann komm nicht zurück nach Deutschland. Deutsche Frauen werden doch von A bis, deutsche, ey, hör auf, bitte, wenn ich jetzt anfange, dann geht unter die Gürtellinie. Deswegen, Was ist mit deutschen Frauen? An Silvester werden nicht nur Böller geknallt, das weißt du ganz genau. Und ja, jetzt dieser Stolz drauf auf die. Ja. Sogar Ungarn hat euch auseinandergenommen. Ungarn gehört uns Türken auch. Du bist Katastrophe. Und was mit Polen? Gehört euch Polen auch? Polen ist das letzte Land. Polen hat nichts zu melden. Polen ist ein Minusland, ein schwaches Land. Die Türkei ist so stark, du hast keine Ahnung. Nordirak, Türkei, Syrien, weißt du was da... Ey, du hast keine Ahnung, Mann. Wirklich, du bist dumm. Du bist eine Katastrophe. Ich hoffe, dich halten sie beim Grenzschutz irgendwie auf, weil das ist gefährlich. Du bist eine Gefahr für die Gesellschaft. Ich kann fließend Spanisch, Türkisch, Englisch. Ich kann alle Sprachen. So. Ich habe ein Vollbart, ich habe gute Haare. Das hilft, dass du aufgehalten wirst. Ja, nein, das hilft nicht. Ich habe keinen Respekt vor der deutschen Polizei. Ich habe nur Respekt vor der Guardia Civil. Okay? Davor habe ich Respekt. Vor der deutschen Polizei? Wenn du die Leute mal hier fragst, guck mal, die Leute, die frage ich hier immer tagtäglich, weißt du, was sie sagen? Die sagen Sachen wie Saddam good, IS good, Taliban good. Bleib dort! Nein, du verstehst den Sinn nicht. Das sagen die Leute hier. Verstehst du, was ich meine? In Saudi-Arabien genauso. In Saudi-Arabien, beste Land Saudi-Arabien. Ja, bleib dort, kein Grund nach Europa zurückzukommen. Doch, weil ich will nerven, ich will die Leute einfach, ich nehme mir meinen Hack. Gesundheit, was? Ich nehme mein Recht, das ist mein Hack. Okay, ich werde Deutschland unter mein 80, okay? Ich bin in Deutschland geboren und ich wünschte, ich wäre niemals in Deutschland geboren. Ich wünschte, ich wäre irgendwie in Miami, in Dubai oder in LA geboren, okay? Und das sollst du, und du bist eine Lachnummer, du wohnst in Wien, Alter. Wien. Ja, und? Digga, in ja, Wien. Und? Leute, lasst ihn ja nicht gewinnen, das gibt's ja nicht. Du bist eine Katastrophe. Wir haben viermal gewonnen, ey. Ihr müsst. Leute, mal zwei. Mal zwei. Dö. Seid schlau, wild, blau. Er ist einer dieser typischen. Danke, 5 Minuten. Er ist einer dieser typischen. Und auf die Eins. Putin auf die Eins. So, wir nehmen alles ein. Kasachstan, wir nehmen alles ein. Leute, bravo. So. Er ist einer der typischen Wandeln der AfD-Werbung. Genau wegen Leuten wie ihr, genau wegen solchen Leuten wählen die Leute AfD. Meine muslimischen Freunde, ihr dürft diesen, er hetzt gegen euch, er sagt, es ist Schweinefleisch, was das für ein Wissig. Leute, mal zwei. Frohe Weihnachten an alle Muslime, ja. Genießt euer Schweinsbraten. Wir sind hier in Marokko, kein Schweinbraten. Wir essen hier Tacos, wir essen hier Burger, okay? Wir essen hier schöne Rind. Schöne Rind, kein Glühwein. Ab jetzt wirst du kein Glühwein mehr trinken. Hast du mich verstanden? Kein Glühwein mehr für dich. Du hast Glühweinverbot. Ey, ich tue, was ich will, wann ich will. Ja, eure Scharia-Gesetze sind mir sowas von egal. Ich trinke keinen Alkohol, ich kiffe nicht, ich rauche nicht. Ja. Okay? So, ich esse kein Schweinfleisch, ich rauche nicht, ich kiffe nicht, ich trinke nicht. So, was willst du von mir? Was willst du von meiner Eier? So. Ja. Auf keinen Fall die Scharia in Deutschland, ja? Die Scharia wird nach Deutschland kommen. Du wirst sehen. Ich persönlich habe mit Kontakten in Saudi-Arabien geredet. Die haben gesagt, guck mal deine Haare. Ja, wussach. Ja, guck Marokkaner, Digga, Marokkaner beleidigen die dich. Chill mal bitte. Guck mal, setz deine Mütze auf. Marokkaner. Was haben die aufgebaut? Was haben sie wissenschaftlich erreicht? Leute, lasst sie nicht kommen. Wir haben eine Hochgeschwindigkeitszug. El Borak. Gut, Misian Borak. Yes. Bester Zug gibt's in Deutschland nicht. Deutsche Bahn für nix. Verstehst du, Muschi brennt. Bleib doch dort, dann komm doch nicht wieder. Ich werde wiederkommen und ich werde es euch zeigen. Keiner kann was gegen Marokko sagen. Ich bin hier in Marokko. Guck mal, verstehst du, was ich meine? Und du, Amerika ist das Problem. Amerika ist das größte Problem. Warte ab, der Iran. Weißt du, was der Iran vorhat? Der Iran? Was hältst du vom Iran?
Ja, Katastrophenland. Warum? Weißt du, was da abgeht? Weißt du, was da abgeht? Weißt du, was da abgeht im Iran? Da hast du nicht gesehen. Geh mal in den Iran, die Leute werden dich. Ach, wenn ich jetzt anfange. Auf keinen Fall gehe ich in so ein Entwicklungsland. Leute, Leute, letzten 10 Sekunden. Rasier dich mal. Verstehst du, was ich meine? So, ey, zieh durch. Und schon wieder verloren. Das ist Muselmann-Power. Ihr habt einfach nur groß bla bla, aber nichts dahinter. An der Grenze seid ihr dann, bitte lasst mich doch rein. Und dann wieder in die Opferrolle. Das ist. Es gibt keine Opferrolle. Wir sind immer schon die Gewinner gewesen. Die Opferrolle wieder zu schützen. Wir wurden noch nie kolonialisiert. Wieso seid ihr so islamophob? Schau, so nicht gewonnen. Und dann wieder, wieso seid ihr so islamophob? Wieso? Ihr seid doch rassistisch. Ja, wir haben immer schon... Tick, diese Frau da trägt sie Kopftuch. Vier Frauen davon haben, okay? Ich sag dir, wie es ist. Katastrophe. Das ist nicht Katastrophe. Das hat was mit Respekt zu tun, das hat was mit Anschein zu tun, okay? Verstehst du, was ich meine? So. Gewinner können nur flüchten, ja? Deswegen so viele flüchtende Gewinner, ja? Welche Männer flüchten aus einem Kriegsgebiet, ja, und lassen Frauen und Kinder zurück? Ihr seid nicht mal Männer. Welcher Türke ist geflohen? Nenn mir einen Türken, der geflohen ist. Ein Türken, ein Osmanen. Du hast gesagt, du bist Afghaner in irgendeiner dieser Videos, ja? Ich bin kein Afghaner, ich bin halb Türke, halb Libanese, okay? Und der Libanon? Ja, Libanon genauso. Feiglinge seid ihr. Im Libanon sind die, guck mal, die Gruppe, die kann ich jetzt schnell, ja, du weißt ganz genau, wen ich meine mit H, diese Gruppe übernimmt den Libanon gerade und der Libanon nimmt gerade alles auseinander. Du hast keine Ahnung, was da abgeht. Du verstehst es nicht, weil ja, die Medien... Und solche Zustände hätten wir nicht gerne in Europa, danke. Du bist mediengestört. Ey, Tesla, bitte, du bist mediengestört, okay? Geh, du bist nicht... Medien belügen uns doch auch mit eurer Propaganda. Du kannst mit mir diskutieren. Ich bin redegewandt, ich bin alles, wortgewandt, ich mach links, rechts, ich mach Ölwechsel, ich mach alles, ich mach mit Frauen, zack, zack, zack. Verstehst du, was ich meine? Kannst du nicht. Verstehst du, was ich meine? Du bist einfach eine wandelnde AfD-Werbung. Alles, was du sagst, bringt einfach den Deutschen noch mehr dazu, die AfD zu wählen. Leute, voll groß noch, Leute, voll machen. Ein österreichischer Chinese, das kommt wirklich in meinen Kopf rein, bitte. Fünf Rosen noch, Leute. Du bist ein Chinese. Von mir aus bin ich Chinese, ich bin, was du willst, bin ich, aber trotzdem sind solche Leute wie du. Schwach. Eine Rose noch. Ah, fast. Leute wie du sind einfach nur eine Gefahr für Europa. Südostasien ist richtig schwach. Südostasien ist das Letzte, was es gibt. Ich schwöre, ich war da gewesen. Nichts los. Einer der entwickelsten Länder aller Zeiten im Vergleich zu. Guck mal, geh mal hier Marokko. Nee, das ist Marokko. Er glaubt, er ist. Meine Güte, Alter. Ihr seid ja die Letzten, die von irgendwas, von entwickelten Ländern irgendwas sagen könnt, ja? Wir haben unsere eigenen Drohnen, wir haben unser eigenes Militär, ja, türkische Militär, alles auseinandergenommen. Wir haben Griechenland, haben wir fast eingenommen, Zypernkrieg, da hat einer Kopfschuss bekommen. Wusstest du das von türkischen Soldaten? Ja, natürlich. Einer hat Kopfschuss bekommen, ich schicke dir Video später. Einer hat Kopfschuss bekommen in Zypern, von uns, weil wir nehmen ein, wenn wir wollen, wir nehmen ein. Du kannst gar nichts. Ich schaffe es nicht einmal, eure eigenen Länder zu stabilisieren. Unser Land ist das stabilste Land, was es gibt. Unser Land produziert alles. Ihr seid doch nur am Importieren. Was gibt's? Bodenschätze in Afrika. Was produziert Deutschland? Deutschland, Stahl, alle Wissenschaftler, alle bekannten Wissenschaftler sind aus Deutschland, aus Europa. Das Einzige, was Deutschland kann, ist die Leute, alle deutschen Automarken. Was redest du mit dem? Deutschland? Ihr habt nichts, ihr habt keine Wissenschaftler, ihr habt nicht mal intelligente Menschen. Ihr seid alle Ziegenhirte. Ziegenhirte seid ihr alle. Ihr glaubt, ihr seid die hochentwickelsten? Wir sind die hochentwickelsten Länder, diese Länder über Bulgarien ist krasser als Deutschland. Ey, was ist los mit dir? Bulgarien, Rumänien ist krasser als Deutschland. Bist du krank? Jetzt kommen sie mit Bulgarien und Rumänen, ja, das sind nicht mal islamische Länder. Ja, aber das sind die Balkanländer, die ihr chillt noch mit den Ziegen in der Wüste, ja, mit den Kamelen. Ihr sagt, Kamelurin heilt alle Krankheiten, ja. Und glaubt, ihr seid entwickelt, ja. Das ist die traurige Wahrheit. Hier, der Fuß, der geht an dich. Guck mal, ich sage dir, wie es ist, gell? Guck mal, Ramo-Clan hat Deutschland auseinandergenommen. Deutschland ist einfach schwach. Nein, Bürgergeld, direkt Bürgergeld. Warum redest du noch? Du hast kein Recht zu reden. Also in meiner Welt darfst du nicht reden. Ist es überhaupt halal, Füße zu zeigen für eine Frau? Muss sie gesteinigt werden? Nein, muss sie gesteinigt werden.
Hier ist freies Land, hier gibt es Meinungsfreiheit, hier kannst du über alle gucken. Meinungsfreiheit? Natürlich, in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit, was ist los mit dir? In Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit, das ist krank. Gott. In Deutschland kann ich nicht sagen, was ich will. So, hör mal auf damit. Weil du sicher sofort als Terrorist abgestempelt wirst. Ja, in Marokko. Ja, guck, sie sagt sogar, du bist ein Esel. Oh, bravo, bravo. Geh, geh, geh. Leute, weißt du, die Leute sind Ackel. Ja, die Leute sind schlau hier. Ja, Füße bedecken ist hart ab. Ganz genau, Leute, ganz genau. Ey, Mann. Ey, Mann, du hast alle Matches bis jetzt verloren. Du hast keine Chance. Hör einfach auf mit TikTok. Man merkt einfach, danke, Janik. Wenn ich nach Deutschland komme, werde ich am Grenzzoll live gehen und ich werde dir zeigen, was ich mit den Leuten mache. Ich werde dir zeigen. Okay, passt, genau. Du hast das letzte Match für heute. Letzte Match gegen diesen AD. Letzte Match, ich sage dir eins. Du wirst an der Grenze dann mit den Koffern stehen und sagen, bitte lass mich doch, war doch alles nur Spaß, wirst du sagen. Nein. Ich werde mit den Leuten abrechnen, okay? Ich werde mit dir abrechnen. Tester, mit dir werde ich abrechnen. Warte ab. Kein frohe Weihnachten im April. Frohe Weihnachten. Muss alle Muslime da draußen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Du liest euer Schweinsbraten. Du feierst kein Weihnachten, du bist Buddhist. Steh dazu. Genießt eure meine Mama ist Christin, mein Papa ist christlich. Was redest du vom Buddhist? Frohe Weihnachten, genießt euren Schweinsbraten. Alle Länder, wo Schwein gegessen wird, sind die intelligenten Länder. Alle Länder, wo Schwein verboten sind. Schau die IQ-Weltrangliste an. Schau die IQ-Weltrangliste an, ja. Schau die Militär. Aber wer ist stärkste Militär? Wo ist stärkste Militär? Wo fließt das meiste Geld? USA, wo sind die mächtigsten? USA Platz 1, China Platz 2. Was redest du vom stärksten Militär? Hat man gesehen, IQ-Liste Olaf Scholz. Hat man gesehen, kann ich mal richtig reden. Hat man gesehen, Annalena Baerbock. Ja, was bringst du Beispiele von irgendwelchen linken Zecken? Ja, diese Politiker, diese wahren Politiker sind Diktatoren. Es waren immer Diktatoren. Okay, in meiner Welt. Ja, ich halte auch nicht viel von linken Politikern. Und weiter? Ja, und was hältst du von Saddam Hussein Senfgas? Sag mal noch was dazu. Ja, so läuft es aber ab. Verstehst du nicht? Femti? Ihr... Du verstehst nicht. Die Leute wurden damals, es gab eine Foltermethode, die heißt U-Boot. Das heißt, Kopf wurde in Wasser reingetunken. So, das gab so ein Stasi. Und darauf seid ihr stolz auf so korrupte politische Methoden? Es ist nicht korrupt. Es ist einfach nur, weißt du, Deutschland, ey, bitte, vor 100 Jahren Deutschland, wenn ich mir jetzt die zeige, Geschichte Deutschland, vor 100 Jahren Frauen waren bedeckt, Nonnen, überall, keine Gleichberechtigung von Mann. Was erzählst du mir hier? Oder war doch nicht so? War doch so. Vor 100 Jahren war das in Deutschland genauso. So. Erzähl mir nicht. In Deutschland war circa Nazi-Zeit. Da war es ganz anders. Ja, und du bist ein Teil davon. Du hast deinen Beitrag dazu geleistet. Ich? Natürlich. Ich sage die Wahrheit. Ich spreche, guck mal, der Unterschied zwischen mir und dir ist, ich spreche immer die Wahrheit aus. Zerleg mal in die letzten und ich kann seinen Blödsinn nicht mehr anhören. Einzige Katastrophe. Lach mich aber aus. Nimm mal deine Brille ab. Ihr seid einfach nur an der Grenze. Ja, das heißt, wir sind so arme Muslime und dann kommt sie rein, werdet durchgefüttert und dann seid ihr auf einmal die Stärksten, die Mächtigsten. Ja. Warum lebst du denn hier? Ich bin nicht hergeflüchtet. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Du sagst immer, der Islam. Ja, klar, natürlich. Natürlich. Tesla Han ist der Nächste, der abgeschoben wird. Du bist der Nächste, der abgeschoben wird. Dafür werde ich. Ich werde abgeschoben. Natürlich, ich habe doch Kontakte bis zur AKP. Weißt du, was die AKP ist? Nein. Ja, guck, dann informiere ich dich. Ich habe Kontakte bis in die höchsten Ränge. Leute, ich werde abgeschoben. Ja, du kommst nicht mal in die Grenze durch, Alter. Dein nächstes Video wird sein an der Grenze. Ja, die lassen mich nicht rein, weil sie glauben, ich habe Connections zu den Hamas, ja. Das wirst du sein an der Grenze, dein nächstes Video, und dann wirst du wieder weinen. Die Deutschen sind so rassistisch. Die Deutschen, guck mal, ab, die Zeit der Deutschen ist vorbei, die Zeit von dir ist vorbei, die Zeit der Österreicher ist vorbei. Okay? Wenn du mir jetzt sagst, guck mal, Niederlande ist das nächste. Nach Deutschland, Österreich kommen Niederlande. Ich persönlich werde in Niederlande geben diesen, wie heißt der nochmal, Gerd Walders? Gerd Walders, Ehrenmann. Nix Alhamdulillah mit Gerd Walders, Alter. Nix. This is our country, not with Gerd Walders. Der schickt euch alle wieder nach Hause. Das ist das Beste. Gerd Walders, Europa wacht schon langsam auf. Die ganzen Exil-Libanesen leben in Brasilien. Die leben alle in Südamerika. Und von da steuern die das. Ich beobachte das mit meinen Augen. In Teneriffa Süd wohnen die Exil-Hisbollah-Anhänger. Die Hamas-Anhänger wohnen alle in Teneriffa. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ekelhaft. Ja, nicht ekelhaft, am Strand, untereinander, ekelhaft, die treffen ja. sich am Strand. Während ihr Volk leidet, ja, während sie Kinder als Schutzschilder benutzen, chillen sie am Strand, ja, so. Das ist eure Doppelmoral, das ist genau eure Doppelmoral. Ich mache Videos in Deutschland, ich kann Videos in Deutschland machen, ich kann gegen Deutschland und die AfD schießen, du kannst nie eine Sekunde in der Türkei gegen die Türkei schießen, mach mal, oder gegen den Irak, dann wirst du aufgehangen. Ja, du wirst es auch bald nicht mehr machen können. Europa hat es auch satt mit ihrer Gutmütigkeit, ja, und wächst langsam auf. Europa wird sehen. Ich werde Europa, das Saudi-Arabien ist das neue Europa, der Nahe Osten keine Chance hatte, Letzte Runde nicht gewinnen lassen, diesen AD. Saudi- Nahosten ist das neue Europa, die Golfstaaten ist das neue Europa und ich werde persönlich dafür sorgen. Wart ab. So, jetzt benutze ich auch schon Goldstück Deutsch. Aber ey, du bist eine einzige Katastrophe, du hast nicht ein Match gewonnen, Leute. Lass sie nicht gewinnen. Wir sehen uns die Tage, du wirst noch sehen. Du wirst sehen. Okay. Danke, Alina. Geh.